Willkommen, meine lieben Jungs, zum heutigen Dienstag. Ich habe mich einfach mal schnell hingesetzt, schnell Ton reingemacht, schnell Kamera an, weil ich bin voll spät dran. Der Dienstag ist heute wieder absolut Late Night, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das und deswegen schnell Intro. Ja, was war denn da beim letzten Dienstag los? 9 Minuten lang habe ich über alle möglichen Sachen, so über meine Gedanken halt geredet, was mir im Moment nicht gefällt vor allem, weil ich mit vielen Sachen ja ziemlich unzufrieden war oder auch bin. Dann ist nicht nur, was meine eigenen Videos angeht, das ist da unten voll laut, nicht, dass Simon gleich hochkommt. Ich muss nämlich gleich runter zu Simon, denn dann gibt's Essen. Und das filme ich auch noch, das kommt aber am Ende von Dienstag. Jetzt möchte ich erstmal kurz hier ein bisschen was erzählen. Das ist so ein kleiner Vlog, Dienstag dann heute mal wieder. Aber nicht so depressiv wie letztes Mal, sondern so ein bisschen fröhlicher sozusagen. Denn, kleiner Einschub, meine lieben Jungs, bevor der Dienstag gleich weitergeht. Hier, Katie und ich sind gerade schon fleißig hier am Longboard, um hier schön schnell essen zu gehen, weil wir müssen Essen für einen jungen Herrn holen, der ja zufällig noch vorbeigekommen ist. Und zwar, muss ich mal schauen. Hallo? 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 Bin ich im Fernsehen? Mama? Bist du das? So, aber für den jungen Mann, keine Ahnung, ob ihr den kennt, aber für den müssen wir jetzt noch Essen holen. Und deswegen ist der Dienstag jetzt ein bisschen, brauchen noch ein bisschen, sagen wir hier noch ein bisschen Longboard. Bis der sich Essen holt, dann gehe ich sofort nach Hause, schneide dieses Video und lade es euch hoch. Und es wird ein Late-Night-Dienstag, wie sonst ja meistens auch ungefähr. So, mach's gut. Eure Kommentare waren auf jeden Fall auch richtig cool. Also es waren so viele Kommentare und auch so viele so lange, gut ausformulierte, coole Kommentare. Beim letzten Mal habe ich mich voll gefreut und habe mich mir auch gezeigt, dass die Zuschauer halt, dass ihr das immer noch so voll hinter mir steht, obwohl ich ja gesagt habe, ich bin voll unzufrieden mit den Videos. Ganz viele haben auch gesagt, nee, die sind immer noch voll gut und so. Wirklich kaum jemand hat gesagt, ja stimmt, die sind echt nicht so gut im Moment, aber sowas hätte ich halt erwartet, dass viele gesagt hätten, stimmt, im Moment ist ein bisschen ruhiger wieder bei dir, aber er wird bestimmt wieder, aber so, selbst sowas kam nicht, war ich voll überrascht. Und weil ich echt unzufrieden war, aber dann habe ich ja, glaube ich, direkt danach mit Ender Games jetzt angefangen, mit Simon zusammen. Das hat wieder voll Spaß gemacht. In Craft Attack, finde ich, läuft jetzt eigentlich auch ziemlich cool. GTA mit Kev läuft, werde ich auch wieder mit dem Bergmann aufnehmen. Ist immer nur schwer mit Aufnahmeterminen, aber wir bekommen das hin mit dem Herr Bergmann. Das ist dann auch wieder cool. Das neue Minecraft-Projekt dauert noch ein paar Wochen, aber wenn das startet, wird das auch richtig cool. Also ich bin jetzt wieder voll zufrieden mit dem Ganzen. Und ich habe mir jetzt endlich geschafft, einen Longboard zu bestellen. Und allein das, ich habe das jetzt 2 Tage. Ja? Und gestern, als es gekommen ist, bin ich dann direkt mit Simon, mit der Halotri und auch mit Katie sind wir ein paar Kilometer hier durch Köln gefahren, am Rhein lang, über die Brücke, auf die andere Rheinseite rüber. Simon hat auch was gefilmt auf seinem ungefilmten Kanal. Hier mal ein kleiner Ausschnitt und ist auch unten verlinkt. Ja, wir chillen hier gerade übelst, wir sind mit unserem Longboard unterwegs und Ben hat sein neues Longboard gerade. Zum ersten Mal fahren wir heute damit rum. Ben hat schon richtig krass drauf am Cruisen. Das ist einfach ein super cooles Gefühl, so mit dem Longboard durch die Stadt zu cruisen. Und wir haben so gutes Wetter in den letzten Tagen hier in Köln. Es ist mega fett. Heute saß ich auch morgens einfach mal hier auf der Terrasse, die hier ist. Aber ich kann euch das nicht hier zeigen alles. Aber, weil ihr auch mal fragt, hier Wohnungstouren, alles möchte ich im Moment nicht machen. Vielleicht gibt es mal eine Roomtour von meinem Arbeitszimmer, von meinem Aufnahmezimmer, vom Let's Play-Zimmer. Das könnte sein, aber fragt nicht, das kommt, wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das. Aber ja, jetzt allein, dass der Sommer wieder beginnt, bin ich irgendwie voll froh jetzt über alles Mögliche plötzlich wieder. Und mit dem Longboard, ja, mehr cool. Ich habe auch eigentlich für den das Welt was gefilmt. Bloß wir hatten da gerade Musik gehört, das lief über mein Handy. Und immer wenn es mit Bluetooth gekoppelt ist, dann nimmt er keinen Ton auf, weil es irgendwie so ein Bug, keine Ahnung. Deswegen kann ich das Video nicht benutzen, aber ich blende euch das gerade mal ein bisschen im Hintergrund ein, weil es war einfach mega cool, wie wir da halt, wie wir da saßen. Am Rhein, mega chillig. Heute war ich dann auch noch, vorhin habe ich mir Sachen von Izzy geholt, die Rainbow-Dateien. Die sind jetzt mit besserem Ton, mit dem nehme ich auch gerade auf, aber hier im Raum, hier, weil der noch gar nicht eingerichtet ist, ist hier mega hallig eigentlich, deswegen weiß ich nicht, wie gut der Ton ist. Wahrscheinlich besser als mit einem anderen Mikro jetzt, also das ist schon optimal für so einen halligen Raum, weil so ein halliger Raum ist nie gut. Mal schauen, aber bei Rainbow ist der Ton richtig gut jetzt und da habe ich mir Dateien gerade geholt und schon mal angehört. Joa, willkommen meine lieben Jungs zur heutigen Folge Rambo. Ja, schon wieder ich sollte ich das nicht sagen, das kommt am Samstag und bei Izzy kam schon eine Folge mit dem neuen Ton. Richtig cool. Finde ich auch cool, dass Rambo so gut ankommt. Die werden mega gut bewertet. Da sind auch mega gute Kommentare immer darunter. Und das freut mich alles voll und bin ich mit allem voll zufrieden. Das hatten ja auch schon manche im letzten Dienstag. Waren Kommentare, hatte ich gelesen von wegen, bitte hör nicht auf. Na, als ob ich jetzt aufhöre. Ich habe einmal geäußert, dass ich mit meinen Videos ein bisschen unzufrieden bin und das ist alles, dass ich wieder gucken muss, wie ich es besser hinbekomme und das hat sich eigentlich, das läuft jetzt auch. Also es sind immer noch viele Sachen, mit denen ich immer nicht ganz zufrieden bin, aber wird sich auch alles auflösen.
und auch an meine Netzwerkmenschen da bei Mediakraft, sind halt ein paar Sachen nicht, die nicht ganz richtig sind. Und wenn das so ist, dann sage ich das halt auch. Nichts Schlimmes, aber so ist es halt. Und wird aber alles cool. Und bevor ich mich jetzt hier verramble, das mache ich lieber mit Izzy, gehe ich jetzt schnell runter, weil nachher kommt noch der Aiblalia zu Besuch. Und davor müssen wir jetzt noch schnell was essen. Und Katie hat gekocht, die macht auch so ein Food-Diary-Zeug. Und da muss ich jetzt mitessen. Also gehe ich da mal schnell hin und ihr könnt ja einfach mitkommen. Hallo? Wir haben schon aufgegessen, weil du so spät bist. Ich musste noch den Dingerstag drehen. Ja, das geht so nicht, ne? Das nächste Mal jetzt schon mal heiß. Was gibt's denn hier noch zu essen? Chili con carne ohne Fleisch. Heißt con carne nicht? Was ist das? Sin carne. Und dazu gibt's noch Chips. Chili, Sin carne und Chips? Ich mach dir auch. Das sieht natürlich lecker aus. Hast du schon mal Tofu gegessen? Ja, ich weiß es immer. Ich war mir immer nicht sicher, ob es war oder nicht. Aber ich habe immer ein bisschen Angst vor davor, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Okay, warte, ich mach dir was. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt alles schmeckt und so weiter. Aber du hast gekocht? Mhm. Ja gut, und hast du auch schon alles gefilmt, wie ich hier ja, sehe. Ja, ja. Machst du auf seinem Kanal einen sogenannten ein sogenanntes Food Diary. Sieht man jeden Tag, wie Dena hier bei uns ist? Ich hab nicht jeden Tag. Wirklich, Simon hat vorhin angerufen, da war ich auf dem Longboard gerade auf dem Weg zurück. Du hast schon ein bisschen was gegessen, ne? Ja, ich habe schon bei. Das reicht. Mach dir mal eine kleine Portion. Ich habe nur zwei kleine Burger auf dem Longboard gegessen, sonst nichts. Aber ich hätte eine Portion. Und dazu keine Chips. Du nimmst die Chips so und dann dippst du es wie Dip oder ja, nimmst du gib ihm mal eine Gabel. Ja. Die Chips mit der Gabel? Nein, das Essen mit der Gabel. Du kannst aber noch dazu normales Essen essen. Also so das kann man so dippen? Nein, du musst es so richtig aufschlüpfen, wie so eine Schaufel. Ja, das ist schwer. Ich verhungere hier, weil man das nicht essen kann. Okay. Hier ist auch meine Gabel. Ja, jetzt habe ich gerade keine Hand, weil hier ist eine Kamera. Voll ich kompliziert hier. Rest. Okay, du bist satt. Okay. Ich mach den Rest noch drauf. Ist es gerade. Ist gerade auch Tofu? Ja, diese Krümel sind Tofu. Wow! Ja, es schmeckt schon. Es schmeckt sehr nach Chips vor allem. Ich habe noch nicht so viel drauf gehabt. Mach mal nur die Gabel. Nur, okay. Ich halte die Kamera gerade so, ohne dass ich sehe, was ich filme. Wahrscheinlich filme ich gerade voll wenig und so. Die Wohnung ist auch gut. Komplett alles leer. Ja, und das ist ein Staubsauger. Ja, wenigstens wird alles sauber gemacht. Das ist nämlich wichtig hier. Wichtig, Sauberkeit ist wichtig. Aber bald steht da eine schöne grüne Couch. Mhm. Da, wo jetzt der Staubsauger steht, wird bald eine schöne grüne Couch stehen. Die ungespielte Couch, ich muss sagen, ziemlich lecker. Ich mache hier so ohne. Hat er Hab ich gerade. Sehr. So hat es davor so nach Chips geschmeckt, aber jetzt? Richtig gut. Kann man so abwechseln. Ab was ist der Unterschied zwischen Hackfleisch und dem? Ich habe so lange nicht mit Fleisch gegessen. Das schmeckt halt wie ohne Hackfleisch. Also keine Ahnung, schmeckt halt. Ich habe Chili con carne richtig selten gegessen. Von daher. Aber so ist echt lecker. Sehr gesund. Mit dem Chipsfleisch nicht, aber. Die Chips sind aber nur, damit das noch was Schönes dabei. Wir wollen ja was Besonderes essen. Ja, das habt ihr geschafft. Auf jeden Fall. Und das war's vom heutigen Dena-Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und mal schauen, was wir nächste Woche so machen. Und schaut auf jeden Fall bei Katie vorbei, weil dann seht ihr, was sonst noch alles hier immer so gegessen wurde. Weißt du, wo ich. Nee, ich bin ja noch am Drehen. Vielleicht kommt da noch Tadel rein, wenn ihr dann da ist. Dann machst du so lange? Wie viel lang wird der? Ganz lang. Genau. Das wird also von jedem Tag was zu essen gesehen. Ja. Was wir hier so im YouTube-Haus essen. Richtig. Also schaut auf jeden Fall bei Katie vorbei und abonniert einfach, dann verpasst ihr nicht, wenn das rauskommt. Und das war's. Jetzt aber wirklich, schaut auch bei Simon vorbei, da ist ja der Ausschnitt von vorhin auch noch von ungefilmt, ist auch noch drin. Hast du schon wieder vom Longboard erzählt? Weil wir morgen wieder Longboard? Gerne. Oder übermorgen? Das ist einfach genommen, um zu fragen. Ich zweig dich kaputt. Ich mach das, ich sorge. Nein, bitte nicht! Du bist bitte klar. Nicht! Nein!